den Drecksfernseher aus. Mein Sonderkommando ist außer Landes. Ich übernehme Ihre Einheit, Sergeant Foley. Ja, Sir. Zu Befehl, Sir. Ich habe einen Striker von der 8. Panzerdivision. Honey Badger ist ein fieses Teil, Sir. Damit kommen Sie rein. Die Russen knacken unsere Verteidigung und unsere Daten. Diese Ecke dürfen Sie nicht kriegen. Werden Sie nicht. Zeigen Sie es mir auf der Karte, Sir. Part 8, Exodus. Hansa 2-1, hier Hansa 2-1 Anführer. Hä? Was? Evakuierungshubschrauber werden vom Boden aus beschossen. Wow, hier ist ganz schön roter Himmel. Damit die Zivilisten evakuiert werden können. Los! Druck! Start Feuer auf Boden aus! Hm, was? Striker beschützen. Auf Bodengruppen mit Raketen. Striker beschützen. Sehe ich aus wie ein verdammter Beschützer. Ja, ich bin ja auch ein Soldat, ne? Soldaten müssen schützen. Wow! Hier sind die Feinde, okay. Achtung, sie zielen auf den Striker! Auf Raketenwaffe! Voll schlimm, sie zielen auf den Striker, oh mein Gott. Erstmal warten. War gerade ein bisschen verwirrt, wo die Feinde waren. Aber jetzt weiß ich, wo sie sind, nämlich hier. Egal, ich habe ein Laserziel, wie sie ist, ja nice. Was, wo ist die 4? 4-4-4? Moment, wo ist die 4? Warte jetzt mal, Leute, ich muss noch dieses Level erst kennenlernen. Wie? Bei der 4 ist gar nichts. Ich tippe die 4, da kommt nichts. Egal, lass es einfach mal. Wir müssen diese Luftabwehrstellung unterstören, damit die Zivilisten evakuiert werden können. Los! Alle den Streiter beschützen. Auf Bodentruppen mit Raketenwerfern achten. Genau, Leute, runter von den Straßen, Küppeldun. Der ist schon wieder. Hier, Granate für euch. Ach so, die vier, mit den 4 aktiviert man das Visier. Ach so. Ich dachte, dann kommt so eine spezielle Waffe wieder. Denkt er, es wäre GTA hier? Hä? Das deaktiviert sich manchmal. Egal. Bleiben wir erstmal hier. Das ist ein graues Haus. Verarsche vom weißen Haus. Ja. Hey, wartet auf mich. Da ist noch einer im Haus. Wo ist er? Habe ich ihn getötet? Ich habe gerade gar nicht gesehen, wo er war. Aber es scheint, er war da, wo ich geschossen habe. Ist ja schön. Da kommt einer. Hi. Ja, dünnsches, ich hab verstanden. Den Lasermarker einsetzen. Ziele für den Striker markieren. Der Lasermarker ist scheiße. Der deaktiviert sich dauernd. Wenn ich so ziele. Feinde zu Fuß bei den Apartments. Feinde zu Fuß bei den Apartments. Seht ihr, aktiviert sich ständig. Voll praktisch, dieser Laservisier. Er aktiviert sich von selber, wenn ich schießen will. Seht ihr? Wartet auf mich! Ich bin ja der stärkste Soldat. Die anderen können nichts. So, okay, was ist hier los? Do not enter! Könnt ihr nicht lesen? Da steht Do not enter, also Do not enter ist nicht. Wow.
Nicht entern, versteht ihr? Haha! Ich versuche mal wieder das Auto in die Luft zu jagen. Wow, haha. Da sind sie. Ja, chillt doch mal. Ich sterb wieder. Ja, war zu erwarten. Die Geschütz ausschalten. War das ein Übersetzungsfehler vom Spiel oder habe ich mir das gerade nur eingebildet? Das ist scheiße auf dieses Laserzielvisier, das voll praktisch sein soll. Ramirez, bitte geben Sie mir noch ein bisschen Koks. machen wir jetzt einen auf GTA. Ja, ich habe gerade vor der Aufnahme habe ich ein bisschen GTA 4 gezockt, deswegen komme ich jetzt so auf lauter GTA-Zeugs. Oh! Okay, warten wir. Warten. Schnauze, ich setze den Laserdings dann nicht ein. Deine Mutter setzt ihn ein. Ich knall ihn lieber so ab. Seht zwar voll unnötig, dieses Visier. Wow. Wo, welches Geschütz? Wo, was? Wer ist gestorben? Wer ist gestorben? Ja, diese Geschütze ausschalten, das sagst du vielleicht. Du sagst auch so eine Ameise, dass sie einen Elefanten zertreten soll. Oh, da kommt Verstärkung. Was ist jetzt? Ich bleib hier lieber mal unten. Hier gibt's Munition. Wow. Ja, wo passt es genau? Wo ist der? Munition haben wir wieder aufgefüllt. Hi. Ah. Na, wer will sich noch mit mir messen? Du vielleicht? Oder du? Er lebt noch, okay. Hier könnte man gut schießen und durch diesen Schütz hier. So, bleiben wir mal auf dem Boden und schleichen uns ran. Hey, Dunn, was geht? Oh mein Gott, sie haben Dunn umgeschmissen. Haut dich glatt von den Socken. Oh mein Gott, sie haben Dunn nicht getötet. Der ist jetzt Chuck Norris, der steht immer wieder auf. Oh, hi, Granate. Ich wollte sie gerade zurückschmeißen. Ich habe G gedrückt. Achso, den muss man halten. Ah. Jetzt weiß ich, wie man Granaten zurückschmeißt. Man muss G halten. Okay, ich habe das Geschütz des Gegners zerstört. Erinnert mich an meinen Geschütz im letzten Level. Nein, der ist unnötig. Halt's Maul. Und wenn du noch einmal sagst, dass ich den einsetzen soll, dann gibt's Ärger. Oh, sorry. Foley. Arcadia. Gegner. Ah, schon wieder eine Granate. Schon wieder wurde ich von der Granate getötet. Ah, das fängt ja gut an, das Level. Dieses Geschütz ausschalten, ja. Ich glaube, ich schalte dich gleich aus. Da kommen Feinde. Zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Was? Tiefer Fall, Errungenschaft freigeschaltet.
Nein, den verwende ich nicht. Halt's Maul. Wer ist faulig, sagt die Scheiße. Okay, den knallt jetzt nichts mehr ab, wenn ich den sehe. Dann gibt er endlich Ruhe. Badger 1 hält Position. Hallo, Gegner. Na, was wollt ihr? Wollt ihr was? Ich markiere nichts! So, wo ist der Foley? Den muss ich folgen, den darf ich nicht töten. So ein Dreck. Achso, das Geschütz ist kaputt. Ich dachte, das kann man noch verwenden irgendwie. Keine Ahnung. Hi, Dunn! Ist das Gegner? Ich glaube mal, ja. Und wenn nicht, dann ist es so. Auch egal. Hallo. Ihr bist ein Gegner. Wow. Ihr könnt durch die Mauern schießen. Weg, weg, weg. Weg, hier ist einer. Hast du es jetzt? Dunn. Dunn ist voll dumm. Ha. Wie mache ich das jetzt? Gibt es irgendeine Formel dafür? E ist gleich MC2 oder sowas? Ich folge dir einfach weiter, ich markiere gar nichts. Hi. Kannst du mir helfen, wie ich das markieren soll? Du bist doch sicherlich ein besserer Soldat als ich, oder? Obwohl ich dich getötet habe, aber egal. Ah, Ventilator. Oh, ich habe ihn kaputt gemacht. Nein. Jetzt wird es hier over 9000 Grad heiß. Schon wieder ein Feuerwehrauto. Wir sind hier ja überall verstreut, im letzten Level auch schon. Ich folge dir auf Schritt und Tritt, jetzt verstehe ich den Satz. Er ist richtig. Auf Schritt und Tritt. Hallo, das sind wiederholt, was ist das für ein Name? Glenn, ja geht, aber wiederholt. Hört sich doch komisch an. Oh, lauter Helis. Stopp! Ihr müsst schon die Verkehrsregeln beachten. Hier, stopp! Hallo? Stopp! Du drehst jetzt um und hältst hier. Na los, überfahr mich! Oh, du Scheiße! Okay. Das nennt man Teamkill. So, und jetzt stoppst du hier diesmal. Stopp! Ich tue jetzt auf Hinweis, indem ich auf das Schild schieße und sie ignorieren mich. Von wegen Soldaten. Echte Soldaten können die Verkehrsregeln. Und denkst einfach nur ans Ballern. Oh, ich muss ballern, scheiß auf die Verkehrsregeln. Die sind wichtig. Da könnten Zivilisten drin sein, die ihr dann überfahren würdet. So, jetzt benutze ich den Panzer mal als Deckung. Hä? Wahrscheinlich, weil er noch gefahren ist, theoretisch. Hat es jetzt als Überfahrungsschaden gegelten. Oder sowas. Auch wenn ich ihn nur hinten berührt habe. Nein! Boah, halt sie, halt's Maul. Du regst mich jetzt auf mit deinem schwulen Rasermarker. Schon wieder eine Granate. Waffe wechseln.
verkühlte Hiege. Oh, hi. Warte, muss man nachladen. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich tue ein bisschen zu viel herumalbern, sodass ich scheiße spiele. Kann das sein? Boah, der war hinter mir. So eine schwule Sau. Okay, alles noch mal von vorne. Das Level kann, glaube ich, noch lange dauern. Dann werde ich den, glaube ich, erst morgen hochladen können, wenn das so lang dauert. Weil ich ja hab, warum, 12 wird immer mein Internet abgeschaltet. So, hier noch ein paar Feinde. Ja, hier habe ich einen guten Ausblick auf die Feinde, aber der Nachteil ist, ich bin auch ein leichtes Ziel für die Feinde. Was ist das? Egal. Ein weißes Auto, was ist das für eine Marke? Schon wieder die gleiche wie, die ich mir letztens angeschaut habe. Oh hi, du magst wohl auch Autos. Hm, kann ich das Motorrad nehmen und einen Drive-By machen? Like GTA. Irgendwie rede ich hier viel zu viel über GTA in diesem Spiel. Habe ich im letzten Call of Duty auch einmal darüber gequatscht. Der Party ist, glaube ich, Einbruch bei Google oder so. So, okay, dann greifen wir mal ihre rechte Flanke an. Und überraschen sie von hinten. Ohne schwul zu sein. Okay, hier schmeiße ich mal eine Blender. Blendergranate. Sind sie hinter mir schon wieder? Auch so schwule Leute hier in dem Level. Tschüss. Ja, ich meine jetzt einen auf Camper. Ach, da ist einer. Wie kommst denn du hier rein? So, Camper, Camper. Ja, kann ich jetzt nicht durchs Fenster? Doch, geht schon. Wir haben Zeit. Du sprichst das so, als hätten wir, als würde in jeder Sekunde alles hier in die Luft gehen oder sowas. Nein! Den Lasermarker einsetzen! Hier bitte, bist du jetzt zufrieden? Achso, damit kann man was markieren, was dann bombardiert werden soll. Ich dachte, damit kann man ranzoomen an den Feind. Ach, Mensch. Mensch, 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 sagt es mir doch gleich, dass da was. Schnauze! Ja, ja, ich markiere schon. Hier, bitteschön. Hä? Wo, wo? Hier ist der Schrotman. Wie oft bin ich jetzt schon draufgegangen? Schnauze! Okay, vorsichtig bin ich jetzt. Ich bin jetzt die pure Vorsicht. Hä? Den habe ich gar nicht gesehen. Habt ihr den gesehen? Das war jetzt ein Luck. Ich hab da gar nicht gesehen, dass da einer vorbeigekommen ist. Wow! Wo, 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 wer, was, wer ist gestorben? Weiß mal kurz. Habe ich dich erwischt? Ja. Okay, wir haben keine andere Waffe mehr. Oh, die, dann nehme ich lieber die normale Pistole, so jetzt haben wir wieder zwei Waffen. Boah, eine MG. Da war doch gerade ein Fernseher irgendwo. Ich will Fernseher schauen. Ist das ein Fernseher? War ein Fernseher auf jeden Fall. Armer Fernseher. Sogar ein Billardtisch, die müssten reich sein. Sogar zwei Billardtische. Ramirez, mit dem Lasermarker Artillerie für diese Fahrzeuge anfordern. Ja, ja, ja. So, hier, bitteschön. Was ist denn das für ein Ding? Raketenabwehr oder was? Flugabwehr. Das ist doch unlogisch. Da hätte es doch nicht
Da hätten die doch die Flugabwehr abgeknallt, das Flugzeug abgeknallt, das gerade die Bomben geworfen hat. Ach, da sind auch noch welche. Oh Gott. Koordinaten bestätigt. Feuer. Worauf schießen die denn? Ich glaube, die mögen den Himmel nicht. Da kommen sie jetzt in die Hölle. Overlord, Hunter 2-1. Luftabwehr neutralisiert. Wir sind unterwegs zur Brookmere Road 4677. Sprich Deutsch, ich verstehe nur Spanisch, Deutsch, Englisch, ja. Hier ist General Shepard. Ihr Ziel ist es, eine wichtige Person aus einem Panikraum im ersten Stock dieses Hauses zu evakuieren. Mhm. Er wird Sie erwarten. Der Code ist Icepeak, die Losung Phoenix. Holen Sie ihn da raus und erstatten Sie Overlord Bericht, Shepard Ende. Okay, Sie haben den Mann gehört. Brookmere Road 4677. Los! Wo geht's hier lang? Wo geht's hier lang? Ich weiß, hier gibt's einen ganz normalen Weg dorthin. Ja. Hey Miller! Sergeant Miller, was wollen Sie hier? Kippel Miller, sorry. Püft Miller. Ist der? Püft, Kipp, Prüft. Ja, jetzt an dem Safe. Warte, ich will mitkommen. Vielleicht brauchen die ja Hilfe. Vielleicht rastet der ja aus. Der volle, oder nee, der andere. Hallo? Ist da jemand drin? Hä? Da kam doch gerade Schüsse aus diesem Kühlschrank, oder? Haben die Chips auf den geschossen? Komisch. Geht's hier jetzt lang? Ach doch, nach oben. Das scheint ja ein riesiges Apartment zu sein. Oh! Hallo! Oh, der hat eine Waffe, wo hat er die denn her? Nice, Raketen, sind das Raketen? Sind irgendwie aus wie Raketen, die Verpackung. Cookies! Was ist das hier? Crust! Sherry Dings. Beef Jerky. Ein Laptop, ich hab keinen Laptop, nehm ich irgendwann mal mit. Ich will es mitnehmen. Mitnehmen. Wo ist mitnehmen? Die Mitnehmen-Taste. Oh, das war meine Maus. Ganz schön so robust, so ein Laptop. Ach, das war schon. Bis zum nächsten Part.